Hallo, es geht wieder los. Pokémon leuchtende Perle. Wir irren hier durch irgendwelche Höhlen, weil wir Team Galactic immer noch auf der Spur sind. Und es sieht ganz gut aus, hier sind sehr, sehr viele Rüpel von Team Galactic. Ja, aber du hast keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich bin sehr verwirrt und ich bin ehrlich, die Karte ist nicht sonderlich hilfreich. Das war's mit Bibunke. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Pokémon ist ja momentan... Pokémon geht momentan ab. Und es freut mich auch, dass ihr Skyland das so gut annimmt. Skyland as Giants, also die ersten beiden Folgen und auch immer noch Folge 3 und 4 gingen ja durch die Decke. So, mittlerweile hat sich's... Mittlerweile hat sich's ein bisschen eingependelt wieder, was ganz normal ist, aber besonders die ersten beiden Folgen, beide über 100 auf. Wow, danke! Wirklich großes Danke. Weil es liegt mir sehr viel an diesem Spiel und es ist unfassbar schön zu sehen, dass es bei euch gut ankommt. Wir besiegen heute ein paar Rüpel. Ich hoffe, wir kommen mit der Story auch weiter voran. Ich kann nichts versprechen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo wir her müssen. Bitte beachte mich einfach nicht. Ich bin nur ein Rüpel ohne Pokémon. Hier darf ich anscheinend noch nicht vorbei. Ach well, vielleicht habe ich gerade irgendwie ein bisschen was vorweggegriffen oder so. Kann auch sein. Wir gucken uns draußen nochmal um. Well. Ja, ich habe glaube ich wirklich was vorweggegriffen. Schauen wir uns hier einfach mal um. Wo kann ich hier hochkraxeln? Mehr Schutz, ja. Mehr Schutz. Ich brauche mehr Schutz. Man soll mich bitte schützen. Ich finde einen Riesenpilz. Okay. Super Mario lässt grüßen. Das heißt, wir müssen wohl doch zu diesem großen Loch. Oder auch nicht? Ich bin mehr als verwirrt. Da ist dieses Spiel echt gut drin. Das Spiel ist richtig gut da drin, mich zu verwirren, bin ich ganz ehrlich. Let's go. Beißen wir mal drauf. Gut. Weiter so. Voice Crack, Hilfe. Ich habe ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass ich am Überlegen bin, beziehungsweise momentan dabei bin, den Kanal wieder so ein bisschen leer zu bekommen. Ich habe Pokémon, das gerade noch läuft. Das bringen wir jetzt erstmal zu Ende. Danach wird Donkey Kong und Mario Rabbids zu Ende gebracht. Skylanders Giants läuft kontinuierlich weiter. Ich würde gern von euch wissen, habt ihr Wünsche? Was für ein Nintendo Let's Play Projekt ich als nächstes bringen könnte. Ich würde ja immer gerne noch Paper Mario Origami King bringen. Das liegt hier ja auch jetzt schon seit Ewigkeiten rum. Und es war ja schon zu Mario Galaxy Zeiten, stand das ja schon zur Auswahl, ob wir das spielen wollen oder nicht.
ihr habt euch in der Mehrzahl für Pokémon entschieden. Ist die Frage, was spielen wir als nächstes? Gern Switch-Titel, gern Wii U-Titel, Wii-Titel, insofern ich sie habe, würde ich sie auch spielen, beziehungsweise ich werde einfach mal ein paar konkrete Vorschläge auch für euch in den nächsten Folgen machen und dann könnt ihr, also beziehungsweise schreibt jetzt erstmal eure Wünsche rein und dann schaue ich, was ich mir auch vorstellen könnte und dann mache ich mal ein paar konkrete Umfragen und dann schauen wir in der nächsten Folge oder so, machen wir mal eine kleine Abstimmung. Fände ich ganz cool. Bin sehr gespannt, was da von euch für Ideen kommt. Level 53 schon, das ist echt krass. Und Klump hier recht auch, Level 41. Rüpel wurde besiegt. Wie viele Rüpel kommen denn da noch? Da wären wir wieder an dem Punkt, wo Pokémon einfach nur Gegnergespamme ist. Ich meine, viele sagen, ja, okay, das macht Pokémon aus. Aber ich finde nicht so viel und so oft das Gleiche. Es ist halt momentan sehr, sehr repetitiv. Wenn es wirklich herausfordernde Kämpfe sind, okay, kein Problem. Und auch gerne mal einen Doppelkampf oder so. Finde ich mega cool. Aber wir haben momentan immer dasselbe Trainermodell, männlich-weiblich, mit denselben vier Pokémon. Bronzel, Golbat, hier die Katze und ja, manchmal noch ein Käfer-Pokémon. Was habe ich gesagt? Hier kommt ein Bronzel. Eine Zeit lang hatten wir unglaublich viel Kleinstein und Onix. Ist leider so ein bisschen schade, dass ich da so wenig Mühe gegeben wurde. Und ich weiß, ja, es ist ein Remake. Damals war es auch so. Allerdings finde ich, hätte man es heute doch nochmal deutlich schöner machen können. Was habe ich gesagt? Dieser Trainer war wieder ein Paradebeispiel für die drei Spam-Pokémon von Team Galactic. Und seien wir mal ehrlich, Team Galactic ist auch nicht Besonderes mehr, wenn einfach jeder Team Galactic ist. Ich bin jetzt doch nicht gerade ernsthaft geflincht, oder? Dafür soll die Katze brennen. Vielleicht sind wir jetzt endlich da. Bitte. Oh. Let's go. Etwas Gewaltiges steht unmittelbar vor. Komm uns bloß nicht in die Quere. Ja. Doppelkampf. Cool. Und anscheinend gibt es hier irgendwie einen griechischen Tempel. Cool. Ui. Wen habe ich überhaupt vorne stehen als zweites? Ich glaube Galoppa. Ja. Okay. Ist in Ordnung. Kann man mitarbeiten. Kann man mitarbeiten. Da geht das Flammenrad. Pudox ist raus. Ja, diese Käfer-Pokémon und Pudox und so benutzen die auch sehr gerne. Obwohl ich das gar nicht verstehe, warum. Der Giftkäfer oder? Bitte. Ah, Finalschlag ist eine richtig böse Attacke. Die mag ich nicht. Aber egal. Wir haben die Shell Bell und die füllt einiges auf. Und wieder die Katze. Was habe ich gesagt? Die Katze war's. Moment, den Punkt. Ja.
hoffe, das reicht aus. Ja, tut's. Gut. Gut. Dann ist der Kampf auch schon wieder gemeistert. Boah, hat das geknackt. Habt ihr das gehört? Das hat mega geknackt. Da hat gerade wirklich jeder der 10 Finger geknackt. Das tat gut. Gut. Dann müssen wir uns wohl sehr wahrscheinlich jetzt allen nochmal stellen. Ja. Let's go! Jetzt wird alles enden und alles wird neu beginnen. Mit dieser roten Kette, die man irgendwie nicht sieht, öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Palkia, mythische Pokémon und Meister des Raumes und der Dimensionen. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Das ist ein bisschen unscharf, das Teil. Oh! Ach, ups! Die Vernichtung alles Seins steht bevor. Wenn alles Vergangene ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Spürt ihr, wie sich der Raum verzehrt? Nun, nichts kann mich jetzt noch aufhalten. Jetzt mal kurz eine Frage. Das andere Pokémon, was hätte das gemacht? Hätte das die Zeit verzehrt? Ja, oder? Das ist doch Raum und Zeit. Das ist das Pokémon, von dem in Mythen erzählt wird. Der Erschaffer von Sinnoh. Palkia, die Verkörperung des Raumes und der Dimension. Palkia. Ausrufezeichen. Diese Welt kann nicht mehr in das umgeformt werden, was ich will. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt ist der, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit sein. Halt, stopp! Nur keine Eile. Ich verstehe ja, dass du unbedingt unseren Boss herausfordern willst, aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste. Oh, lass da bitte einen schönen Doppelkampf. Was macht der denn da? Der ruiniert meinen Auftritt. Ist das jetzt ein Doppelkampf? Oder kämpfen wir... Oh, das ist ja... Oh! Und Bronzel im Doppelpack. Ich habe das ungute Gefühl, dass das heute doch eine dreifache Folge wird. Ich hoffe nur, der ist einigermaßen stark. Und ich muss jetzt nicht den komplett durchcarryen. Der baut einen Reflektor auf. Boah! Kann der nicht einfach weggehen? Bitte, bitte, bitte. Gut, danke. Weiter so. Ja, okay, hat ja nicht viel gemacht. Weiß noch mal drauf, perfekt, danke. Dann setze ich meinen zweiten Biss nämlich auch auf das Bronze. Ah, nicht du, ich hasse dich. Bitte geh durch die Verwirrung durch. Ja, danke. Das heißt, 2 von 6 Pokémon sind weg.
Und wir gucken mal, was als nächstes kommt. Giftwolke. Auf beide sogar. Schnurgast. Fette Katze. Okay, das ist gut, dass ich den nicht angegriffen habe. Ah, und wir sind auch nicht mehr verwirrt. Das ist auch ganz praktisch. Die Para, die ist sehr gut. Wow, Body Slam, gut. Was macht das? Sehr wahrscheinlich nicht die Paare heilen. Nein, nicht die Paare heilen. Ich glaube, ich heile jetzt erstmal mein Gift. Ich meine, wir müssen den Schaufler jetzt eh erstmal einmal ausstehen. Überstehen. Ja, danke. Jetzt setzt er endlich mal ein vernünftiges Pokémon ein. Ah, natürlich trifft es mich. Oh, Scheiße. Grundtank macht uns hier am meisten stumm. Oh, danke. Endlich macht er mal was Sinnvolles. Jetzt sind nur noch 3 Pokémon übrig. Ach, hat er auch Shellbell? Ja, hat er auch. Ist einfach mit das beste Pokémon, was es gibt. Skuntag ist auch weg, da kommt der Finalschlag und ich muss jetzt raus. Egal was kommt, ich muss jetzt raus. Nee, ich muss raus. 2 Golbats. Ja, ich weiß, was ich mache. Ist mir eigentlich voll egal, welches Golbat ich angreife. Gut, damit ist ein Golbat schon raus. Das heißt, es kriegt auch auf jeden Fall nur einer Schaden diese Runde. Der Kampf zieht sich etwas, aber wir kommen doch sehr solide durch. Es ist kein einziges Mon gestorben. Oh, 300 Gramm. Möchte jemand eine neue Attacke lernen? 42, die Antwort auf alles? Ja! Ja, doch, ist schon eigentlich ganz cool. Ich meine, wir haben ja ein volles Team. Das könnte ich ja ordentlich reinhauen. Let's go. Psychokinese, let's go! Er geht wieder aufs Flammenrad. Flammenrad ist ein. Habe ich in dieser Gen echt zu schätzen gelernt. So was mit Galopper und so. Und wir haben gewonnen! Gut.
Gut. Ich glaube, den Kampf hinterher setzen wir auch ein. Hey, meine Puppen sind echt stark, stimmt's? Ich kann bestimmt auch stark werden wie sie. Aber ich fürchte, für uns ist hier Endstation. Danke! Oh, Palkia, das ist... Ah, wird er dir zu groß? Wird er dir zu mächtig? Das sieht schön aus. Fantastisch. Überwältigend. Wir sind Zeuge der Geburt einer neuen Galaxie. Ja, eines neuen Universums. Wait, what? Selfe. Vesprit. Und Schellfisch. Nee, Tobutz. Palkia. Sprenger der Ketten. Blub, blub, blub. Blub. Ausrufezeichen. Die roten Ketten. Sie hat sich ins Nichts aufgelöst. Wie konnte das passieren? Warum erscheint im Vesprit das Pokémon vom See der Wahrheit neben dir? Egal. Völlig egal. Es ist alles verloren. Meine Galaxie ist zerstört. Ah, das kann ich nicht akzeptieren. Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Aber vorher werde ich dich zerschmettern. Hey, ihr habt mich bereitwillig so den Knopf drücken lassen. Du hast mir gesagt, ja, dann befreie sie doch. Ich brauche sie nicht mehr. Das ist deine Schuld. Leute. Es wird ernst. Ernsthaft? Hat er so viel Robustheit? Oh nein, hat er nicht. Oder? Er defogt, warum auch immer. Ich werde dich nun... Oh. Das war etwas blöd von mir. Aber wer kann denn... Wer ahnt denn, dass er es sofort auf sein erstes Pokémon ausdrückt? Ja, gehen wir nochmal auf den Funkensprung. Gut, gut. Sein erstes Mon ist weg. Ich glaube, damit ist dann nach dem Kampf auch die Team Galactic Story Arc abgeschlossen. Wir werden jetzt noch einmal das finale Pokémon fangen. Let's go, weiterkämpfen. Garados auf 45. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, warum am Anfang von einem roten Garados die Rede war. Was war das für eine... Was hat er da gegessen? Hat das was gebracht? Okay, hat trotzdem nichts gebracht. Egal, gut. Also seien wir ehrlich, Isaac ist einfach MVP. Stern? Was ist ein Stern? Ja, ist doch hört sich gut an. Nibuna. Jetzt hat es sich entwickelt, im Gegensatz zur letzten Folge. Und
Und ich finde, das ist die schönste, also das ist die deutlich schönere Form. Die hat sowas Aztekisches, bin ich ehrlich. Ui, toll. Ich hoffe, der Schaufler hilft. Gut, hat er nicht. Wir gehen aufs Flammenrad. Er ist ein Flugmon, das bedeutet, der Schaufler dürfte ihm eigentlich nichts anderes eine Bodenattacke ist. Wir kriegen Bedrohung raus, die Verbrennung hittet noch ordentlich rein. Passiert. Die Verbrennung hittet, wie gesagt. Stahlflügel, der dürfte eigentlich reichen. Der Attacker hat. Ja, obviously. Hat keine Wirkung. Danke. Ja, danke. Snebiuna wurde hops genommen. Schaufler ist halt eine fiese Attacke. Kann man so wenig gegen machen. Ich gebe zu, dass du mich an meine Grenzen gebracht hast. Freut mich! Actually, das heißt, es kommt noch die letzte Arena, es kommt noch die Top 4. Und dann der Champ. Mehr dürfte da eigentlich nicht kommen. Schade! Warum Setup, der sich mit Rückenwind? Dürfte mich aber nicht vergiften. Hä? Ich dachte, Stahl kann nicht vergiftet werden. Ach, come on! Zurück halt ein anderes Pokémon. Kommt Isaac halt wieder zurück. Funksprung ist doch immer lustig. Jaha, wir haben es verstanden. Das war's. Wir haben Team Galactic besiegt. Wir haben alle seine... Oh, und dann sogar noch mal ein Crit. Yay. Krass. Ausrufezeichen. Was ist dein ultimatives Ziel? Was ist deine Vorstellung von Perfektion? Kennst du einfach nur die größten Glücksmomente, jene, deren Schönheit die Welt durchströmen? Ha! Es ist sinnlos, dich zu fragen, doch ich werde nicht aufgeben. Eines Tages werde ich zu einer Gottheit werden und die ultimative Perfektion erreichen. Der Typ hat schon echt eine Meise. Wisst ihr das? Palkia, der Meister des Raumes und der Dimensionen. Ich kann nicht sagen, ob es wütend oder traurig ist. Aber mir scheint, als würde Palkia etwas von dir erwarten. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er fordert dich heraus. Ja! Wir glauben alle an dich. Du kannst diese Aufgaben bewältigen. Wir glauben an dich. Kia. Ikea. There it is. Palkia erscheint.
Wir sind einfach overleveled. Ja, wir haben Punkia gefangen. Ich glaube, das war nochmal ein richtig erfolgreicher Part heute. Leute. Danke. Danke, dass ihr zugesehen habt für heute. Das war's. Wir haben Punkia gefangen. Vielleicht gibt es jetzt noch ein bisschen Dialog. Punkia wurde in der Pokédex eingetragen. Das heißt, ich bin quasi der einzig wahre, der eine einzige, der den Pokédex wirklich vollständig haben kann, weil niemand anders Punkia sonst fangen kann. Nein, Punkia ist so. Der kriegt keinen Spitznamen. Und ja, der kommt in mein Team. Es tut mir leid, Galoppa, du bist der Einzige ohne Name. Palkia ist nun da. Wir haben viele Stahl-Pokémon bei uns im Team. Ich kann nicht fassen, dass du es tatsächlich geschafft hast. Du warst hervorragend, wirklich absolut unglaublich. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt. Und das heißt, was bei 60 Jahren. Seit dem letzten Treffen hat der Professor unerbitterlich geforscht. Er war besorgt um dich, Dodo, und kam extra deinetwegen an diesen gefährlichen Ort. Ja, ich musste auch zu mich klettern. Komm, lass uns nach Hause gehen. Niemand hat das Recht, die Zukunft anderer oder gar einer ganzen Welt zu bestimmen. Leute, wir speichern! Ja! Ja! Und damit geht's in die nächsten Arenen. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugesehen habt. Es geht spannend weiter. Adios. Ciao!